Yeah, yeah, was geht ab? Es ist BR6 zu der Motherfucking 9. An jeden, der den halben Tag im Sprinter verbringt, gebt euch den Shit. Mucke für den Bau. 160 km/h. Sprinter-Tape, let's motherfucking go. Komme mit 160 km/h, bleib Fuß als fuck geradeaus mit Drücken, find steil und Backup, bin auf der mittleren Spur. Und schmier das Fett von den Chips, griffel wieder in die Sitzgarnitur. Alles sifft, als hätten hier ein paar Rednecks gelebt. Bei der Karre ist noch nicht einmal das Scheckheft gepflegt. Könnte ich wählen, wär das meine allerletzte Wahl. Doch ich freu mich trotzdem, weil ich für die Karre nichts bezahl. Dicke Grüße an mein Chef. Übelst korrekt, das ist Handwerk, hier sind wir weder Brüder noch verklemmt. Fühl mich wie geleckt, bin wieder Bars am Spitten. Und die hinter mir denken, ich kann das Gas nicht schütten. Fährst du zu dicht auf, lass ich die Bremslichter scheinen. Kleine Dullis im GTI, Digga, die nässen sich ein. Also chill und komm klar, stress mich nicht. Ich kann nicht schneller, wenn die Tachonadel schon bei 160 ist. Zeigen keiner, weil ich mit 160 Sachen über den Standstreifen bretter, Ladefläche immer voll, dass der Reifen das noch hält. Sogar Klimakleber räumen bei mir freiwillig das Feld. Sind im Sprinter zu sechs, lass die Reifen sich drehen. Wieder drei Jungs hinten drin und leicht einem Tee geben. Einen Fick auf die Cops und mein Chef, da weiß nix. Selbst wenn, findet er keinen besseren als mich. Man beschlucken um die Wette, was für Don't Drink and Drive. Alle nüchtern betrachtet, voll den komischen Vibe. Spaß, ein Biggie, klar, aber Diggi niemals Latten stramm. Denke, dass es nicht so ganz okay ist, jemand Platz zu fahren. Tempolimit überschritten, meine Jungs am Zittern, aber für mich dabei sicher, wo kein Blitzer, da kein Flitzer. Die Nase vorn, völlig stumpf über den Teer. Doch in Flensburg ist immer noch der Punktestand.